Niedersachsen hat Wind, der hat Kraft. Mit dem Erlass wird daraus faire, saubere und preiswerte Energie. Der Windkrafterlass ist die niedersächsische Gebrauchsanweisung für guten Strom. Energie aus Kohle, aus Öl, Gas und Atomen sind endlich. Sie belasten die Umwelt und sind voller Risiken. Energie aus Wind, Sonne und Biomasse ist erneuerbar. Spätestens bis zum Jahr 2050 kann der gesamte Strom in Niedersachsen aus erneuerbaren Quellen produziert werden. Hier bei uns, hoch im Norden, ist Wind der Favorit. Mit 20 Gigawatt Leistung können wir pro Jahr ca. 60 Milliarden Kilowattstunden Windstrom produzieren. Damit kann rein rechnerisch der Stromverbrauch von etwa 17 Millionen Drei-Personen-Haushalten gedeckt werden. Wir wollen den Ausbau der Windkraft schonend für Mensch, Tier und Umwelt. Deshalb haben wir gemeinsam mit Kommunen, Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft und der Energiewirtschaft den Windkrafterlass ausgearbeitet. Worum geht es dabei im Detail? Anwohnerinnen und Anwohner werden vor Störungen geschützt. Beim Bau und bei der Aufstellung von Anlagen müssen die vom Bund festgelegten Vorschriften zum Schutz vor Lärm, optischer Belästigung und Schattenwurf streng eingehalten werden. Wohnflächen, Verkehrswege, der Wald- und Naturschutzgebiete sind tabu. Dort dürfen keine Windkraftanlagen aufgestellt werden. Der Artenschutz hat höchste Priorität. Deshalb dürfen keine Anlagen aufgestellt werden, wenn das Leben oder die Fortpflanzung gefährdeter Arten in der Tierwelt bedroht sind. Die Anlagen dürfen nicht zu viel Fläche in Anspruch nehmen. Das gelingt immer besser, weil die neue Technologie immer effizienter arbeitet. Deshalb wird in Zukunft mit weniger Anlagen sehr viel mehr Strom produziert. Übrigens, Windkraft bremst den Klimawandel. Und weniger konventionelle Kraftwerke mit schädlichen Einleitungen in Flüsse und giftige Abgase in der Luft sorgen mit dafür, dass auch die Gefahren für die Tierwelt gemindert werden. Deshalb bedeutet Windkraft am Ende auch mehr Artenschutz. Der Ausbau der Windkraft in Niedersachsen soll mit Augenmaß und gerecht erfolgen. Wir wollen den Ausbau in planerischen Bahnen lenken. Dann entscheiden nicht Investoren darüber, wie viele und an welchen Standorten neue Windenergieanlagen gebaut werden, sondern die Kommunen unter Beteiligung der Bürger. Mehr Gesundheitsschutz, mehr Klima- und Umweltschutz, mehr Naturschutz, mehr Artenschutz und mehr Demokratie. Der Windkrafterlass ist die Gebrauchsanweisung für die Energieversorgung der Zukunft.